Nee, ich glaube, das passt. Ja. Also, ich würde sagen, wir haben das, was wir uns vor einem halben Jahr überlegt haben, dann doch halbwegs. Hallo, bin Tobias Rudolph, bin der Chief Information Officer bei Eckes Granini. Wir sind der führende Anbieter für Fruchtsäfte und fruchthaltige Getränke in Europa. Ich bin Fabian Felden, ich bin der Head of Marketing and Sales bei Synalis. Wir sind ein IT-Unternehmen aus Bonn und arbeiten unter dem Motto Cloud für den Mittelstand von morgen. Wir haben einen Partner gesucht, mit dem wir auf Augenhöhe arbeiten können, der den Mittelstand versteht, der auch zu uns passt von der DNA her und der uns auf einer Reise begleiten kann in die Cloud, in die Digitalisierung, in verschiedenen Bereichen, wo wir jemanden gesucht haben, mit dem wir auf Augenhöhe sprechen können. Das war uns besonders wichtig an der Stelle. Also unsere DNA passt zur Eckes, weil Eckes kommt aus dem Mittelstand, wir kommen aus dem Mittelstand. Und das Wichtigste bei einem Projekt ist eben immer, die Prozesse zu verstehen. Was macht denn eigentlich der andere? Das weiß der Partner, sag ich mal, nachher besser als wir. Er kennt sein Business, aber wir kennen dann passend dazu die Lösung. Wie machen das vielleicht andere? Wie sehen Best Practices aus? Und diese beiden Welten dann zusammenzubringen und auch dann der Eckes in dem Falle zu helfen, das Beste aus ihren Möglichkeiten zu machen, das war unsere Aufgabe und ich glaube, das hat auch gut geklappt. Ja, kann ich bestätigen an der Stelle. Das klappt auch weiterhin sehr gut. Was ich besonders zu schätzen weiß, ist, dass wir einen direkten Draht haben. Wir können ganz offen miteinander sprechen. Wir können auch uns ganz offen austauschen und an der einen oder anderen Stelle auch gerne mal so ein bisschen reiben. Das funktioniert auch sehr, sehr gut mit Fabian. Und von daher passt das. Also ansonsten würden wir jetzt hier auch nicht so stehen. Ne? Bei der Eckes war es eben so, eine Microsoft Cloud-Plattform, etwas, was wir selbst auch vertreiben, war schon da. Aber es wurden noch nicht alle Möglichkeiten dessen genutzt. Und Kernherausforderung dessen war es dann eben zu schauen, hört mal, ihr habt ja eigentlich schon die Plattform, warum macht ihr nicht noch Folgendes dazu? Und das ist genau der Punkt, der für mich so wichtig ist. Die Cloud-Plattform ist ein Zauberkasten. Da sind 1000 Sachen drin, jetzt kann ich zwei Leute beschäftigen, tagesfüllend zu gucken, was könnte für uns passen. Oder ich habe einen Partner, der mir sagt, okay, wir haben euch verstanden, wir können euch einen Hinweis geben, was passt, wo wir mal zusammen reingucken. Und das ist wichtig für uns und das macht dann auch den Unterschied. Wir nennen das immer so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe. Also wir zeigen, hört mal, in die und die Richtung könnt ihr es machen. Wir unterstützen bei Prozessen, aber wir wollen natürlich auch dafür sorgen, dass die Eckes eigentlich autark auch ohne uns arbeiten kann. Dann aber auf uns wiederum zurückgreifen kann, wenn es eben nötig ist.